Hallo, willkommen zur Uhrzeit hier bei 3xM. Ja, heute habe ich wieder zwei Casio-Uhren aus meiner Sammlung dabei. Eine aus der bekannten G-Shock-Modellreihe und eine aus der günstigen Casio Collection. Bevor ich zu den beiden Uhren komme, wie immer kurz der Hinweis am Anfang dieser Uhrenvideos. Der Autofokus dieser Kamera wird wahrscheinlich wieder das eine oder andere Problem haben, alles scharf darzustellen, vor allem dann, wenn ich die Uhren kurz zeige, wieder wegnehme, wieder zeige. Ja, da kommt der Autofokus wahrscheinlich irgendwie nicht richtig mit. Ich bitte dies zu entschuldigen, es lässt sich nicht vermeiden. Ich hoffe am Ende immer, dass das meiste gut zu erkennen ist. Okay, das nur mal kurz vorne weg. Fangen wir an mit der ersten Uhr. Und zwar nehmen wir mal die Uhr aus der Casio Collection. Die hat einen Listenpreis von ca. 50 Euro. Ich habe sie damals für knapp 30 bekommen. Der aktuelle Marktpreis, je nach Farbe, ja, bewegt sich so um die 35, 40 Euro. Muss man mal genau schauen. Ja, ich bin ja immer ehrlich in meinen Videos. Und zu der Uhr muss ich sagen, wahrscheinlich würde ich sie mir heute nicht mehr kaufen. Nicht, weil sie jetzt irgendwie schlecht ist oder mich enttäuscht hat. Die Optik ist ja sowieso Geschmackssache. Ich habe irgendwie so keinen Bezug dazu. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, ihr kauft irgendwas, zum Beispiel eine Uhr, nach einiger Zeit sagt ihr euch, naja, ist doch nicht irgendwie so meins. Ne? Ihr würdet es nicht mehr wieder kaufen und so geht mir es bei dieser Uhr. Aber ich möchte sie gerne vorstellen, sie ist in meiner Sammlung, vielleicht gefällt sie dem einen oder anderen ja sogar. So als kleiner Tipp, sie dann mal näher anzuschauen. Ich ziehe sie ab und zu so als Daily nochmal an, ne? Wenn ich meine Uhr tragen will am Handgelenk und will keine gute Uhr anziehen. Nehme ich die durchaus ab und zu. Aber ich bin ehrlich, ich würde sie heute nicht mehr kaufen. Ich habe einfach nicht mehr so den Bezug zu diesem Modell. Also, wir haben hier das Modell WSC 1250H. Ich hoffe, der Autofokus hat alles gut im Blick. Die Uhr hat so als Ausstattungsmerkmale eine Stoppuhr, verschiedene Timerfunktionen, man kann drei Alarme einstellen. LED-Licht ist vorhanden, ein automatischer Kalender, sie ist 100 Meter wasserdicht. Die Uhr hat ein Resin-Gehäuse, Resin-Armband mit sogar einer Doppeldornschließe, wie man hier hoffentlich gut erkennen kann. Sie hat den Preis entsprechend in der Preisklasse leider nur Acrylglas. Der Preis muss woher kommen. Die andere Uhr ist etwas höher im Preis. Da ist dann Mineralglas verbaut. Und Acrylglas ist halt ja schon ein bisschen kratzempfindlich. Wenn man sie immer im Einsatz hat, wenn man wo drankommt, kann durchaus sein, dass dann mal eher Kratzer dran sind als bei Mineralglas. Ne? Ja, Besonderheit bei dieser Uhr ist, ihr seht diesen kleinen Kreis durchaus hier auf dem Ziffernblatt. Das ist die Mondphase. Man kann die Mondphase sich anzeigen lassen. Und wenn der Kreis ganz hell ist, dann haben wir Vollmond. Man muss dann den Längengrad, glaube ich, eingeben, wo man wohnt und so weiter. Und dann wird das berechnet, eigentlich recht leicht einzustellen. Ja, es ist ein nettes Gimmick, braucht eigentlich so kein Mensch, aber ja, ist dabei. Und diese Uhr, dieselbe Uhr, gibt es auch als reine Digitaluhr. Ihr seht ja, ihr habt außenrum hier eine Analoganzeige mit eben Zeigern und eben zwei kleinen Displays in der Mitte. Und diese Uhr gibt es eben ohne die Analogzeiger und so weiter. Und da sind die Displays größer als bei dieser Uhr. Also man muss ganz ehrlich sagen, hier unten das untere Display, die Uhrzeit ist dann vielleicht auf der Kamera einigermaßen gut zu erkennen. Aber so im Alltag, wenn man schnell drauf schaut, da schaut man also eher auf die Zeiger als auf die Digitalzeit. Aber wie gesagt, wenn man die ohne Zeiger nimmt, dann ist er auch, glaube ich, günstiger und dann sind die Displays ja auch größer. Und das obere Display, ja, das ist noch so ein Feature, ja, und zwar wird da angezeigt, wann die beste Zeit ist zum Fischen gehen. Das ist praktisch eine Uhr für Angler. Ne, da wird dann berechnet, ja, der Tag, Uhrzeit, wahrscheinlich auch die Mondphase. Aber Kinder, fragt mich nicht, wie das eingestellt wird und wieder was das zu bedeuten hat. Also soweit ich weiß,
In dem oberen Fenster, da tauchen auch je nach Tageszeit so Fische auf. Und je mehr Fische da auftauchen, umso besser ist die Zeit zum Fischen. Und ich glaube, der Mond spielt auch eine Rolle. Ich weiß es nicht. Fragt mich nicht, Leute. Ich habe es nicht eingestellt. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte halt erwähnen, dass es dabei ist. Und was ich so im Internet gelesen habe, so richtig ernst nehmen kann man das natürlich auch nicht. Ja, das ist so eine grobe Sache. Aber naja, es ist dabei. Ja, das war eigentlich so das Wichtigste zu dieser Uhr. Sie ist optisch gar nicht schlecht. Wie gesagt, sie gibt es, glaube ich, in Blau gibt es noch, dunkelblau. In Schwarz kann man sie bekommen. Ich habe hier so ein Anglergrün. Und mit den weißen Stundenmarkierungen, sage ich mal. Und auch das Display-Aufteilung. Ja, Leute, ich sage mal, schlecht sieht die Uhr beileibe nicht aus. Aber ich habe einfach nicht so den Bezug dazu, dass ich sagen würde, ja, die würde ich ihm heute wieder kaufen. Ne? So arg gefällt sie mir dann halt dann doch nicht. Ne? Aber wie gesagt, Geschmackssache. So als schöne Daily-Uhr kann man sie durchaus nehmen. Ganz witzig. Für 50 würde ich sie mir auf keinen Fall kaufen. Hätte ich sie mir auch damals nicht gekauft. Ich sage euch ja immer, schaut nach reduzierten Uhren, nach Aktionen irgendwie, wo welche sind im Onlinehandel oder wo auch immer. Und kauft Uhren nicht zum Listenpreis. Es gibt häufig wirklich Angebote, da kann man Geld sparen. Also für 50 würde ich sie, habe ich sie damals nicht genommen, würde ich sie heute erst recht nicht nehmen. Und auch wenn sie heute 30 kosten würde und ich hätte sie nicht und ich wüsste, was für eine Uhr das ist, würde ich sie halt auch nicht kaufen. Ist meist mein Gefühl. Ich bin immer ganz ehrlich in meinen Videos. Sie ist nicht schlecht. Es ist Geschmackssache, Freunde. Ich wollte euch halt vorstellen. Vielleicht gefällt sie dem einen oder anderen ja. Gerne eure Meinung in den Kommentarbereich. Kommen wir zur zweiten Uhr von heute. Und zwar haben wir hier das G-Shock-Modell. Ich zeig's mal. Hoffentlich Autofokus. Autofokus, bitte macht die Uhr scharf. Wir haben hier das Modell GBD 800. Diese Uhr hat einen Listenpreis von 100 Euro. Das ist, soweit ich weiß, die unterste Grenze bei G-Shock-Uhren. Da geht es also preislich los. Ich habe sie damals bekommen für 60 Euro. Das war ein richtiger Schnapper und ich habe geschaut, aktuelle Marktpreise bewegen sich auch wieder so, ja, 75, 80 Euro bewegt sich durchaus. Die Marktpreise muss man gucken, je nach Onlinehandel, je nach Aktionen, wenn welche wo sind, kann man die Uhr durchaus bekommen. Aber 60 Euro habe ich sie aktuell nicht gesehen. Ne? Ja, es ist, die Uhr gefällt mir optisch sehr gut. Sie hat tolle Features. Sie gibt es auch in anderen Farben natürlich. Das Display ist schön aufgeteilt. Ihr seht oben, wird der Tag angezeigt. Wir haben heute Sonntag. Dann haben wir hier die Uhrzeit drunter, das Datum wird angezeigt. Ja, als Features hat die Uhr. Man kann sich verschiedene Weltzeiten anzeigen lassen. Stoppuhr ist vorhanden, eine umfangreiche Timerfunktion ist vorhanden. Wir haben Auto-LED, das heißt also nicht nur, dass man draufdrückt und per Licht im Dunkeln die Uhrzeit sehen kann. Man kann es auch so einstellen, dass bei Bewegung des Handgelenkes das Licht kurz angeht. Diese Funktion schaltet sich automatisch nach 6 Stunden aus, um eben Batterie zu schonen. Da muss man es neu wieder einschalten. Ich würde es sowieso wirklich nur dann einschalten, wenn man es wirklich braucht. Wenn man im Dunkeln wo unterwegs ist und man regelmäßig auf die Uhr schauen muss. Ansonsten würde ich immer den Knopf für die Lichtfunktion bei Bedarf im Dunkeln kurz einmal drücken. Eben um die Batterie auf Dauer zu schonen. Aber diese Funktion ist dabei. Wir haben hier ein Resin-Gehäuse, Resin-Armband. Hier muss man dazu sagen, gegenüber der anderen Uhr, man merkt natürlich die Qualität dieser Materialien. Ist zwar Resin, das ist so Kunststoff mit Harz, glaube ich, gemischt. Es ist trotzdem ein Unterschied da, von der Preisregion auch. Diese Uhr fühlt sich vom Gehäuse, vom Armband einfach von der Haptik her hochwertiger an. Die Preise müssen ja auch woher kommen. Wie gesagt, G-Shock-Uhr, das Hauptmerkmal, stoßfest, sehr robust. Also wirklich, wenn man wo drankommt, wenn sie hinfällt. Also dafür sind diese Uhren ja absolut bekannt, für diese Robustheit und Stoßsicherheit. Ja, und das spezielle Feature dieser Uhr,
will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Es ist ein Step-Tracker verbaut, das heißt also ein Schrittzähler. Und diese Uhr hat eine Bluetooth-Funktion. Ihr könnt sie mit eurem Smartphone koppeln. Ihr ladet bei eurem Smartphone die entsprechende Casio-App kostenlos runter. Und dann könnt ihr die Uhr verbinden. Und da könnt ihr verschiedene Funktionen, sage ich mal, am Smartphone einstellen. Weil man muss ja, wenn man eine Uhr einstellt, immer verschiedene Knöpfe durchdrücken und so. Am Smartphone eventuell einfacher. Und das überträgt sich automatisch auf die Uhr dann. Die Uhrzeit zum Beispiel und so weiter. Dann gebt ihr in dieser App, könnt ihr auch eingeben, euer Gewicht, eure Größe. Und anhand der Schrittfunktion, wenn ihr den Schrittzähler startet und ihr, der zählt dann die Schritte am Tag oder in den Zeitraum, wo ihr da wollt, dann könnt ihr das verbinden mit dem Smartphone. Und anhand der persönlichen Eingaben wie Gewicht und Größe und was weiß ich noch alles, wird dann berechnet, wie viel Kalorien ihr verbraucht habt mit der Schrittanzahl, die ihr gemacht habt. Ne? Also wirklich ganz interessante Features. Also für mich wesentlich sinnvoller als bei der anderen Uhr jetzt mit diesem Phishing-Timer. Weil ich bin ja kein Angler und ich kann damit ja so nichts anfangen. Also diese Funktion definitiv interessant. Und kann man wirklich auch häufig nutzen. Ja, dazu ist die Uhr 200 Meter wasserdicht. Also noch erheblich mehr als die andere. Sie hat auch noch einen runden Speicher. Man kann also nicht nur die Stoppuhr nehmen, sondern auch runden abspeichern, die Zeit. 5 Alarme kann man sich einstellen. Ja, Mineralglas, hatte ich schon erwähnt, ist bei dieser Uhr vorhanden. Also kratzunempfindlicher als Acrylglas. Ja, also rundum eine tolle G-Shock-Uhr. Gefällt mir optisch, gefällt mir von den Funktionen. Vom Preis sowieso, wie ich sie damals gekauft habe, würde ich mir definitiv heute wieder kaufen, um das nochmal kurz aufzugreifen. Ja, Listenpreis, wie gesagt, 100 Euro. Geht bei G-Shock-Uhren ja da los. Nach oben hin keine Grenzen. Es gibt G-Shock-Uhren für 5, 6, 700 Euro. Es gibt welche für 2.000, 3.000 Euro. Ich glaube, diese limitierten, speziellen Uhren kosten teilweise 6.000, 7.000 Euro. Gibt es auch welche. Also G-Shock, das ist schon absolut ja, eine Modellreihe von Casio, die sich ja, weit verbreitet hat, die bekannt ist und die sich einfach bewährt hat. Und irgendwann in den nächsten Wochen, da werde ich dann nochmal 2 Modelle von Casio, unter anderem ein G-Shock-Modell bringen, wo ja diese ganze Bekanntheit, wo Casio bekannt wurde. Diese beiden Uhren kommen auch irgendwann mal, ich gehe so Schritt für Schritt durch, und irgendwann kommen die Uhren auch mal. Ja, okay, Freunde, das soll es gewesen sein für heute mit diesen beiden Uhren. Am Ende, wie gesagt, will ich euch wie immer beide Uhren nochmal nebeneinander zeigen. Und ich hoffe, lieber Autofokus, du hast mich nicht enttäuscht. Garantiert hast du mich wieder ein bisschen enttäuscht und einiges war unscharf. Leute, es lässt sich nicht vermeiden. Es ärgert mich ja selbst. Aber solange es sich im Rahmen hält, ist es zu ertragen, denke ich mal. Okay. Hier nochmal beide Uhren, die G-Shock und die aus der Casio Collection. Ja, wie gesagt, die ist hier nicht schlecht aus der Casio Collection. Dem einen oder anderen wird sie wahrscheinlich auch gefallen und sie sieht auch nicht schlecht aus von der Optik. Will ich gar nicht sagen, aber ja, es ist so eine Uhr, die zieht mich einfach nicht mehr so richtig an. Ich habe da so keinen Bezug zu, ich kann es nicht erklären. Man kann es ja auch dann meist schwer erklären, warum ein manches nicht mehr so zusagt. Ne? Und hier die G-Shock-Uhr, das ist natürlich wieder etwas, wo ich immer voll dabei bin. Ich mag diese Modellreihe von Casio sehr gerne. Und ja, Freunde, eure Meinung gerne zu diesen beiden Modellen in den Kommentarbereich oder allgemein zu Uhren, allgemein zu Casio. Egal, was für eine Meinung habt, gerne in den Kommentarbereich. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein für heute mit den beiden Uhren. Ich hoffe, ich habe mir nichts vergessen. Ich schreibe mir immer manche Stichworte auf. Aber ich denke mal, ich habe alles Wichtige erwähnt. Bis die Tage, Freunde. Macht's gut und tschüss.